Die vierte Erweiterung für Sims 4, Hunde und Katzen, ist ein echter Dauerbrenner in der Community. Ich habe das geheime, alternative, etwas ehrlichere Skript für den Tierarzt-Trailer des Packs auf den angestaubten EA-Servern gefunden. Ach ja, die Sims 4 Hunde und Katzen. Nachdem wir bei EA euer nerviges Gejammer bezüglich der Vierbeiner nach dem Release in 2014 erstmal 3 Jahre lang konsequent wegignoriert haben, hat unser etwas zu klein geratenes Entwicklerteam dick aufgetischt. Bei dem grünen Zeug, was Nudel hier aus dem Mund heraushängt, könnte man auch gleich einen Exorzisten holen. Das ist aber doch der perfekte Aufhänger, um die neuen Features vorzustellen. Diesmal haben wir nämlich nicht, wie so häufig, einfach die Erweiterung aus dem Vorgänger 1:1 übernommen, sondern mit dem Tierarzt-Gameplay einen neuen Twist mit integriert. Natürlich haben die Krankheiten Sims-typisch wieder lustige Namen. Wie gerne wäre ich beim Brainstorming-Prozess für das Wort Mundmotten dabei gewesen. Und die wichtigste Frage, warum fliegen die nicht einfach wieder raus, wenn das Tier den Mund aufmacht? Mit der Zeit steigt deine Tierarztfähigkeit an und du kannst deine Punkte in Vorteile investieren, bei denen die Entwicklungsabteilung nur wenig programmieren musste und die wie kleine Mini-Cheats funktionieren. Warum eine Tierarztpraxis Werbung benötigen sollte, da die Kunden ja automatisch kommen werden, wenn das Tier krank ist, konnte mir bis jetzt auch noch niemand beantworten. Diese Benutzeroberfläche wird dein bester Freund, welche wir natürlich kostengünstig und zeiteffizient aus dem Gaumenfreuden-Gameplay-Pack recycelt haben. Ganz schön umweltfreundlich und auch sonst kommt euch das Spielegefühl wahrscheinlich ein bisschen ähnlich zu dem aus An die Arbeit vor. Diese Simfrau ist mit ihren 1,5 Sternen leider eine waschechte Low-Performerin und muss mal anfangen, mehr zufällig ausgewählte Interaktionen bei den anderen Sims anzuklicken. Damit würde die Bewertung rasant in kürzester Zeit in die Höhe schnellen. Ebenfalls sinnvoll wäre es, alle simlischen Mitarbeiter mit einer tiefsitzenden Computersucht, die auch bei der Arbeit leidenschaftlich ausgelebt wird, ordentlich zusammenzuscheißen. Aber eigentlich tun sie mir fast ein bisschen leid. Der Sims-Gott, aka mittelmäßig zusammengeschusterter Spielecode der Entwickler, zwingt sie einfach dazu. Das ganze Tierarztsystem war so teuer zu programmieren, sodass wir kein Budget mehr für die Pferde und andere Kleintiere hatten. Aber dass ihr mit diesem Pack wortwörtlich Scheiße zu Gold, genauer zu Simoleons machen könnt, sollte das doch mehr als nur ausgleichen, oder nicht? Der arme Hund, der nach seiner kleinen OP wild herumtaumelt, sollte euch natürlich zum Lachen bringen. Das tut ja schon beim Zuschauen weh. Lasst euch aber besser nicht vom Fakt traumatisieren, dass alle Tiere aus diesem Pack von Menschen gesprochen wurden. Das macht sich marketingtechnisch wirklich nicht gut. Wenn ihr das Pack noch nicht besitzt und trotz dieses Videos immer noch Lust auf die Erweiterung habt, lasst unbedingt ein Abo da. Und schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Dort gibt's das Pack und viele andere für deutlich günstigere 17,50 €. Link in der Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Video.